Präsident Jürgen Kühas vom Deutschen Boxsportverband EBV rechnet mit einer Klage des Weltverbandes AIB vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, nachdem die IOC-Exekutive den Ausschluss des Verbandes von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eingeleitet hat. Es ist davon auszugehen, dass die AIB die Suspendierung nicht hinnehmen wird, sagte Kühas, Mitglied der 25-köpfigen Regierung der IBA, dem SIT. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die merkwürdigen Begründungen des Herrn Bach vor Gericht standhalten, sagte Kühas und kritisierte den deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach. Die AIBA habe alle Auflagen erfüllt und 7000 Seiten Erklärungen an das IOC gesandt, ohne jedoch eine Rückmeldung zu erhalten, so Kühas. Wegen Skandalen und Ungereimtheiten auf den Gebieten Good Governance, Finanzen und Ethik wird die IOC-Exekutive der Vollversammlung für die Session vom 24. bis 26. Juni in Lausanne die Suspendierung des seit 1946 bestehenden Verbandes vorschlagen. Das olympische Boxturnier sowie die Qualifikationswettkämpfe sollen von einer Taskforce organisiert werden. Kühas befürchtet ein großes Chaos für die Athleten, auf deren Schultern dieser Konflikt ausgetragen werde. Let's block it's why.